Stell dir vor, du liegst irgendwo in einem südlichen Land, ja am Pool, und schaust zum Beispiel links oder rechts neben dich und dort sitzt dann ein Finanzbeamter, der einfach nur die Hand aufhält. Du hast bei deiner Abmeldung, als du das Land verlassen hast, die Bundesrepublik Deutschland, auf alles geachtet, Wegzugsbesteuerung, du hast dich sauber abgemeldet, aber hast du vielleicht doch etwas übersehen. In diesem Video geht es um eine Sache, die viele vor allem beim Wegzug aus Deutschland übersehen oder übersehen könnten, was vor allem heutzutage mit Blick auf Kryptowährungen ein interessantes Thema wird. Was es ist, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community, wo wir täglich, ja sag ich mal, diskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, wie gesagt, wir haben im letzten Video, sind wir schon auf die Wegzugsbesteuerung eingegangen. Auch wir haben schon mal angesprochen im internationalen Steuerrecht, ja, Fälle wie Entstrickung und ähnliche Steuerfallen, die auf dich zukommen können. Aber hast du schon mal was von der erweitert beschränkten Steuerpflicht gehört? Die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist eine weitere Falle im Rahmen des Außensteuergesetzes. In § 2 des ASTG ist sie geregelt und sie führt dazu, dass du trotz sauberer Abmeldung und obwohl du vielleicht keine Anteile an irgendeiner Kapitalgesellschaft hast, trotzdem noch zur Kasse gebeten wirst, weil du das Land verlassen hast und vielleicht sogar erhebliche wirtschaftliche Interessen im Inland hast. Als kleiner Einstieg, wie gesagt, das ist ein kleines Einstiegsvideo in dann die weitere Reihe zum Thema internationales Steuerrecht, Möglichkeiten zur Steuergestaltung und was man da so beachten kann und soll. Zuerst mal erste Voraussetzung, natürlich eine natürliche Person muss vorliegen. Das hatten wir auch schon im Rahmen der Wegzugsbesteuerung. Das heißt, eine natürliche Person, jemand, der geboren ist als Mensch, kann nur hier die weitere beschränkte Steuerpflicht haben. Dann natürlich eine weitere Voraussetzung ist, in den letzten 10 Jahren mindestens 5 Jahre unbeschränkt Einkommen steuerpflichtig. Hier natürlich der Klassiker nach 1 ESTG. Wichtig auch natürlich als Deutscher, das knüpft auch hier an natürlich die Staatsbürgerschaft an und auch natürlich der Umzug vom Inland in ein ausländisches Gebiet mit einer in dem Fall niedrigen Steuerbelastung. Das kann natürlich sein, zum Beispiel eine Steueroase, aber natürlich auch der Fall ist hier inbegriffen. Wenn du als sogenannter digitaler Nomade oder Staatenloser unterwegs bist, kann diese Falle ganz einfach greifen, denn das Gesetz spricht sowohl von Niedrigsteuerländern als auch natürlich dem Fall, dass du keiner Besteuerung mehr unterliegen solltest. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Thema wesentliche Interessen im Rahmen des ASTG bzw. im Rahmen der deutschen Gesetze. Das bedeutet, du hast hier weiterhin im Inland wesentliche wirtschaftliche Interessen, die ja doch eine so ein bisschen ja Verbundenheit in das Inland hinein ganz einfach zeigen. Das heißt, du sitzt irgendwo auf der Welt, hast aber vielleicht, kommen wir später zu, Beteiligungen oder erhebliche Einkünfte aus diesem Land. Zuallererst natürlich die erweitert beschränkte Steuerpflicht stellt natürlich nicht auf alle Einkünfte ab, sondern nur auf ein paar. Wir werden später auch noch ein paar Beispiele dann dazu, sage ich mal, haben, was überhaupt wesentliche Interessen sind. Grundsätzlich natürlich hier eine Erweiterung des § 49 des ESTG, also der sogenannten steuerpflichtigen Inlandseinkünfte, fallen darunter, die dann natürlich hier einer niedrigen Besteuerung im Ausland unterliegen. Das sind so mal hier die Thematiken. Eine niedrige Besteuerung liegt zum Beispiel dann vor, wenn der Steuersatz unterhalb von 25% liegt bei einem dementsprechenden Vergleichseinkommen oder einer Vergleichseinkunftsart. Fangen wir aber erstmal an mit den wesentlichen Interessen. Also wesentliche Interesse können im Großen und Ganzen drei, sag ich mal, Thematiken sein. Einmal die Inlandsbeziehung, was wir vorhin schon hatten, dann das Einkommen, aber auch das Vermögen. Wichtig immer, das muss immer in Relation gesehen zu den Gesamteinkommen und Gesamtvermögen, weil das natürlich dann auch prozentual jetzt gleich ja, erläutert wird. Wir haben zum Beispiel Fall Nummer 1, wirtschaftliches Interesse hier im Bereich der Inlandsbeziehungen. Auch hier im Gesetz direkt genannt ist zum Beispiel, der ein Anteil von mehr als 25% als Kommanditist
an einer natürlich hier GmbH und Co. KG oder ähnlichen, wo eine Kommanditistenstellung eingenommen wird. Das heißt, hier kann eine erweitert beschränkte Steuerpflicht schon mal greifen. Das natürlich so als ein Beispiel aus dem Gesetz. Dann Punkt Nummer 2 war ja auch das Thema Gesamteinkommen. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass man sich vorstellen kann, wenn mehr als 30% deines Einkommens hier aus dem Inland generiert werden oder das mehr als 62.000 Euro sind, dann kann hier von ganz einfach so von einem wirtschaftlichen Interesse im Inland gesprochen werden. Und das ist wirklich hier auch nicht so unterschätzen. Ebenfalls natürlich auch die Vermögensgrenze, an der ich ja schon im ersten Video gesagt habe, wir gerade vor allem mit dem Blick darauf gehen, auf das Thema Kryptowährungen mit Wegzug, und zwar das ist die Gesamtvermögensbetrachtung. Wenn hier das Vermögen mehr als 30% des Gesamtvermögens beträgt oder mehr als 154.000 Euro. Beispielsweise kann man hier abstellen darauf, dass man hier zumindest in eine Problemsituation kommen würde, wenn man zum Beispiel zwar, sagen wir, die 30% nicht übersteigt, in dem Fall sagen wir 1 Million Euro Vermögen hat und davon sind 25% Kryptowährungen, dann würde man hier mit natürlich den 250.000 Euro dann die 154.000 Euro überschreiten. Wie gesagt, sehr, sehr vereinfachtes Beispiel bitte an dieser Stelle für die vereinfachte Rechnung. Wir werden natürlich auch in weiteren Videos auch hier vertieft darauf eingehen und werden hier natürlich auch noch ein weiteres Projekt sogar bald online stellen. Von daher, wie gesagt, in dem Blick bitte darauf achten, es ist hier, wie gesagt, immer die Einzelfallprüfung entscheidend. Das heißt, immer Beziehungen zum Beispiel zum Inland sind relevant, hier natürlich bloß mit dem Kommanditistenanteil aufgezählt. Dann die Einkommensart, in dem Fall hier die 30% bzw. 62.000 Euro auf der Einkommensebene und dann eben auf der Vermögensebene noch die 30% bzw. 154.000 Euro. Das bitte, wie gesagt, hier betrachten, beachten. Wie gesagt, im Detail kann es hier auch noch natürlich ja Unterscheidungen geben. Grundsätzlich, sei mal so, ist das natürlich hier im Rahmen des Bewertungsgesetzes alles dann mit den aktuellen Werten auch zu bewerten. Was sind aber natürlich dann die großen Folgen aus dieser Thematik? Die großen Folgen sind im Großen und Ganzen, die Steuerpflicht erstreckt sich dann sogar über das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht hinaus. Bedeutet, du hast zum Beispiel eine unbeschränkte Steuerpflicht, die endet zum 31.12. Beispiel, sagen wir 2020. Dann würdest du aber hier, wenn du wirtschaftliche Interessen noch im Inland hast, zumindest mit ein paar Einkünften hier noch im Inland steuerpflichtig sein, was dann dazu führt, dass du, wie gesagt, 10 Jahre auch hier nach Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht hier noch in Deutschland zur Kasse gebeten werden kannst. Hier sind grundsätzlich erstmal die Einkünfte nach § 49 des ESTG mit einbezogen. Das heißt, auf diese ist vor allem auch zu achten. Wichtig aber auch an dieser Stelle ist hier der sogenannte dann weltweite Progressionsvorbehalt, der greift. Und was aber noch schlimmer ist, ist natürlich bei manchen Quellenabzügen gibt es zum Beispiel keine Abgeltungswirkung mehr. Das heißt zum Beispiel, wenn hier Quellensteuer in Form von, sage ich mal, bestimmten Quellensteuerabzügen hier einbehalten worden ist, dann ist es ja normalerweise so, dass dann manchmal hier eine Abgeltungswirkung heißt. Das heißt, keine Steuererklärungspflicht, gar nichts mehr in Deutschland. Aber bei manchen fällt dann eben diese Abgeltungswirkung weg. Das heißt, dass du trotzdem, obwohl hier ein Quellensteuerabzug, also ein Einbehalt der Quellensteuer stattgefunden hat, musst du zusätzlich natürlich dann trotzdem eine Steuererklärung abgeben, weil hier in dem Fall ganz einfach hier die erweitert beschränkte Einkommensteuerpflicht gilt. Eine Folge ist natürlich auch, das ist das Thema vor allem hier mit Niedrigsteuerländern. Die Folge ist natürlich hier, die 25% müssen natürlich eingehalten werden. Das heißt, hier ist das der Vergleichssteuersatz. Alles darunter ist ein Niedrigsteuersatz. Es gibt aber auch hier dann Nachweismöglichkeiten eben von 2/3. Das heißt, du musst dann, wenn du mindestens 2/3 dieses Steuersatzes erreichst, dann kannst du hier in einem Nachweis eine, ja, sag ich mal, Vereinfachung auch noch anwenden. Aber das würde natürlich an der Stelle zu tief gehen. Grundsätzlich, wie gesagt, hier ist es so, dass der 25%ige Steuersatz erstmal als Vergleichssteuersatz greift. Alles, was darunter ist, könnte man sagen, ist ganz einfach böse. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, ja klar, Einkommensteuer habe ich vielleicht nicht viel. Aber wichtig auch, es geht hier nicht nur um die Einkommensteuer, es ist auch der Soli davon betroffen, also der Solidaritätszuschlag. Wichtiger kann natürlich auch hier das Thema Erbschaft und Schenkungssteuer sein, denn auch diese Regelungen greifen hier nach § 2 des ASTG. Bedeutet auch, wenn zum Beispiel der Erblasser oder Schenker
theoretisch nicht mehr hier im Inland steuerpflichtig ist, du aber erweitert beschränkt steuerpflichtig hier im Inland bist, dann bist du vielleicht selbst auch nicht mehr in Deutschland, kriegst aber ein Erbe von einem anderen, sag ich mal, Steuerausländer, dann ist es zwar nach dessen Regelungen, sag ich mal, kein steuerpflichtiger Vorgang, aber aufgrund deiner erweitert beschränkten Steuerpflicht kann es hier eben zu einer ganz einfach erweitert beschränkten Steuerpflicht kommen. An dieser Stelle natürlich, wenn du, ja wie gesagt, Kommentare oder sonstiges zu diesem Thema hast, du vielleicht dir mehr wünscht aus dem Bereich des internationalen Steuerrechts, dann ab damit unten in die Kommentare. Wir werden, wie gesagt, jetzt die Reihe weiter ausbauen, weil natürlich auch meine Mandanten aktuell immer mehr natürlich sich ins Ausland verlagern. Deswegen haben wir natürlich da auch schon ein bisschen die ein oder anderen Tipps und Tricks auf Lager. Grundsätzlich aber natürlich, worauf sollte man achten? Wichtig ist natürlich hier, man sollte die Vermögens- und Einkommensgrenzen grundsätzlich ganz einfach mal im Blick halten. Das sind so die ersten Gradmesser. Klar, wenn du keine 154.000 Euro hast, dann ist das Thema sowieso für dich vom Tisch. Aber wie gesagt, mit Kryptowährungen sollte man zum Beispiel aktuell darauf aufpassen. Auch natürlich mit anderen, Anlagen kann es hier doch zu Problemen führen, wo man ja sagt, also mehr als 154.000 Euro kann dann schon ganz einfach hier schnell erreicht werden. Vor allem, wenn du vielleicht schon über 50 oder über 60 bist und sagst, okay, ich habe jetzt hier die letzten Jahre mir schön was in Deutschland aufgebaut, vielleicht ein größeres Vermögen in irgendwelchen Asset-Klassen. Und wenn du dann wegziehst, dann kann natürlich auch hier die erweitert beschränkte Steuer greifen, weil du vielleicht trotzdem sagst, hey, ich möchte digitaler Nomade werden, auf meinen letzten Jahre noch, sag ich mal, ein neues Online-Business starten, dann, wie gesagt, bitte hier auf jeden Fall mal diese ganz einfach Grenzen im Auge behalten. Wie gesagt, einmal natürlich hier die 62.000 Euro als Vergleichsmaßstab, natürlich auch beschränkte steuerpflichtige Einkünfte von mehr als 16.500 Euro musst du haben. Und wie gesagt, das Gesamtvermögen hier natürlich von 154.000 Euro bezogen, hier natürlich zu Beginn des Veranlagungszeitraums bitte auch beachten. Wenn das natürlich bei dir nicht der Fall ist, du sagst, okay, so viel habe ich nie verdient oder auch natürlich so viel Vermögen hatte ich nicht, dann fällt das natürlich hinten runter. In diesem Sinne natürlich wie immer gilt, liken, teilen und weitersagen. Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann natürlich auch ab damit unten in die Kommentare. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen auch auf das internationale Steuerrecht eingehen, weil wie gesagt der ein oder andere doch zum Blick auf das Ende des Jahres vielleicht das Land verlassen will. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.